Ja, guten Abend miteinander, liebe Kreuzfahrtenfans. Ganz herzlich willkommen zu unserem sechsten Cruise Talk. Ich begrüße euch im Namen von Kuni Cruises, Bono natürlich heute Abend und Steigers Kreuzfahrtblog ganz herzlich. Danke, dass ihr Zeit gehabt habt, euch heute mal ein französisches Produkt anzuhören. Letzte Woche haben wir ja eine deutsche Reederei vorgestellt und vorgängig die ein oder andere amerikanisch. Jetzt mal etwas anderes, kleine Schiff mit wenig Passagieren, wo man mit Gleichgesinnten reist, teilweise ganz exotische Orte, sehr abgelegen, sei das zum Beispiel in Orinoco oder am Nordpol ufe und natürlich nebenzu das französische Flair können zu geniessen. Not macht ja bekanntlich auch erfinderisch. Dort hat Bono letztes Jahr in der Corona-Zeit drinnen sie sind sehr kreativ gewesen und haben ganz neue, schöne Routen innerhalb Frankreichs, sei das in der Bretagne oder im Mittelmeer, auf die Beine gestellt in der kürzesten Zeit. Da werden wir dann auch noch etwas dazu hören. Die werden auch dieses Jahr wiederholt. Ganz tolle Sache gewesen. Mein Name ist Cornelia Gemperle. Ich leite bei Kuni Cruises die Abteilung und bin natürlich auch schon ein paar Mal auf dem Schiff von Bono gewesen und kann sie herzlich empfehlen. Heute Abend führt uns durch das Produkt von Bono Patricia Miller. Hallo, aus dem Vorarlberg, gell, bist du gebürtige? Tirol? Tirol, Nachbarland, nur die Schlimmen im Moment. Ja, genau. Also, es wird eure schöne Dialekte heute loslassen. Und im Hintergrund für sollten Fragen auftauchen, haben wir Céline Keller aus unserem Team, Product Managerin, wo während der Präsentation bereits Fragen beantwortet oder gewisse dann vielleicht auch sparen für am Schluss, weil es vielleicht alle auch würde interessieren. Ja, Patricia, wir verlieren keine Zeit. Ich gebe dir das Wort und wir starten. Entführe uns doch bitte auf deine schönen Schiffe. Herzlich willkommen, vielen Dank Cornelia und Conny Cruises, dass wir dabei sind bei der tollen Serie von Webinars, die ihr auf die Füße gestellt habt. Heute eben werden wir über das Produkt Bono sprechen. Wir haben eine kleine Umfrage da gemacht jetzt im Chat. Vielen Dank für Ihre Antworten. Wir sind also eine Reederei, die nicht so bekannt ist. In der Schweiz ist es noch bis vor, also ich bin jetzt seit 3 Jahren die Vertretung von der Bono in der Schweiz. Es ist noch in der Ecke von Nischenprodukt, einfach aus dem Grund, weil wir eine französische Reederei sind. Es wird immer mehr darüber geredet und so Abende wie heute nutzen wir einfach, um Ihnen das wieder näher zu bringen. Es gibt es aber schon über 30 Jahre und ich würde eingangs einfach mal ein schönes Video zeigen, damit man einen ersten Eindruck kriegt, wie man mit Bruno reist. Dazu werde ich jetzt ein kleines Video abspielen.
Ja, das gibt einmal schon einen kleinen Eindruck, wie Sie mit uns unterwegs sind. Vielleicht einen kleinen Überblick, warum sollten Sie als Kunde Bonan wählen? Zusammengefasst würde ich sagen, 5 Gründe. Einer der wichtigsten davon ist sicher für mich persönlich einzigartige Ziele, Reiseziele und Routen. Ich würde mal behaupten, dass wir zu den Reedereien gehören, die wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Routen anbieten. Mit jedem Jahr, mit jedem Katalog, der rauskommt, werden Sie Routen finden, die Sie wieder neu inspirieren, die wirklich in Regionen führen, wo Sie sonst mit anderen Schiffen nicht hinkommen. Denn auch die Größe von der Schiff, luxuriöse Schiff von geringer Größe sind an sich Megajachten mit maximal 260 Passagieren, je nach Schiffsklasse. Und auch die französische Lebensart und das raffinierte Design. Die Schiffe sind wirklich wunderschön designt, zeigt Ihnen auch ein paar Bilder. Und auch trotzdem wir nicht so bekannt sind, aber doch sind wir Weltmarktführer für Polarexpeditionen. Wir sind über 25 Jahre in Polarregionen unterwegs, gehören auch zu den Reedereien, die als erste an sich Expeditionsschiff gebaut haben, wo wirklich ein sehr modernes Design, wo Sie dann jetzt in der nächsten, wenn ich Ihnen die Schiff zeige, sehen können. Und natürlich auch der Punkt heutzutage, wie umweltfreundlich, das ist auch ein großes Thema. Kleinere Schiffe haben weniger Impact auf die generell beim Reisen, aber auch wir verwenden sehr moderne Technologie, wo ich auch noch mal kurz darauf eingehe, was wir alles machen für die Umwelt. Also kurz erwähnt, französische Reederei, was bedeutet das für Sie, wenn Sie an Bord kommen, ist Bordsprache Französisch und Englisch zu gleichen Teilen. Sie haben also in dem Moment, wo Sie eine Kreuzfahrt buchen, kriegen Sie die Borddokumentation, die Unterlage entweder in englischer Sprache oder in französischer Sprache, je nachdem, wie Sie es auswählen, und dann an Bord auch die Infos und Durchsagen in der jeweiligen Sprache. Bei Polarexpeditionen in kalte Regionen, also weisse Polarexpeditionen, dort haben wir auch mindestens einen deutschsprachigen Naturführer an Bord. Das heißt, dort machen wir auch die Briefings für auch in der deutschen Sprache. Aber sonst an sich müssen Sie wissen, Englisch und Französisch ist die Bordsprache. Ja, und das Savoir-vivre, le luxe à la française, das zeigt sich an Bord denn so, dass Sie bekannte Produkte an Bord vorfinden, wie eben Champagner Veuve Clicquot oder die Weinsorte von Château Latour. Im Spa verwenden wir Produkte von Sophie's. Dann die Butter von Beurre Bordier, Hermès-Produkte in ihrer Kabine. Die Macarons von La Durée sind natürlich auch sehr beliebt. Und ja, so ist einfach das Bild, wo Sie da sehen, mit die Austern. Das ist das Bild, wo ich gemacht habe, den Sommer, wo in der Bretagne unterwegs gsi sind. Man tut dann auch lokale Spezialitäten servieren. In dem Fall sind es die Austrasee, frisch von praktisch vor Ort. Wir sind weltweit unterwegs. Es ist einfacher zum sagen, wo man nicht geht. Sagen wir, die einzige Destination, die wir nicht anbieten, ist die Galapagos. Das ist aber eine reine, ja, wie sagt man, Bewilligungssache, die wir, also es ist einfach eine gewisse Anzahl von Schiffen und Reedereien, wo dorthin gehen. Also aktuell sind wir im Galapagos, können Sie uns nicht buchen, aber der Rest der Welt, wir sind von der Arktis bis zur Antarktis, von Ozeanien bis Alaska und auch ein Mittelmeer wird für Sie wieder zu einer Neuentdeckung. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie unsere Mittelmeerroute anschauen, wenn Sie meinen, ich höre oft von Kunden, nein, Mittelmeer ist schon gemacht und wenn man dann näher nachfragt, dann heißt es, ja, westliches und östliches, aber die Cornelia und die Spezialisten von Chronik Cruises, die wissen, dass es im Mittelmeer noch sehr viel mehr gibt. Sehr spannende Route. Ich zeige Ihnen dann ein paar wenige Beispiele von dem, was wir alles im großen Angebot hätten.
Dann eben der Punkt Umwelt, achtsam reisen. Wenn man heutzutage in so sensiblen Regionen unterwegs ist, dann muss man, dann hat man als Reederei eine gewisse Verantwortung. Und die Verantwortung ist bei Bonon, der ist man sich sehr stark bewusst. Unser Gründer ist von der Bretagne, also hat immer schon einen Bezug zum Meer gehabt, eine Liebe zum Meer. Wir gehören auch seit dem Jahr 2015 zur Artemis-Gruppe, die gehört der Familie Pinol. Monsieur Pinol ist auch aus der Bretagne, also hat auch den Bezug zum Meer, zum, und alle, also sie teilen die gleichen Werte. Das zeigt sich denn in einer sehr modernen Technologie. Wir haben Schiffe, wir haben schon seit dem Januar 19 verwenden wir das LSMGO, Low Sulfur Marine Gas Oil. Das könnte man kurz so beschreiben, das ist ein sehr hochwertiges, ein hochwertiger Treibstoff, wo die Schwefelemissionen, weil das Problem sind beim Ausstoß die Schwefelemissionen, möglichst reduziert sind und das dann dafür sorgt, dass man mit wesentlich weniger also Emissionen unterwegs ist. Das können Sie sich vorstellen, ist auch entsprechend teurer. Das haben wir aber schon seit Januar 2019 umgestellt, von eigener Initiative, ohne dass man dazu gezwungen ist. Dann gibt's auch, ich könnte sehr lang und sehr viel erklären, was wir noch alles für Projekte, wir sind natürlich Mitglied in denen, wenn man in so sensibler Regionen unterwegs ist wie Antarktis oder Arktis, muss man in den entsprechenden Vereine dabei sein, die IATO und die AECO oder auch Le Cercle Polaire, wo einfach, wo man sich dazu verpflichtet, entsprechende Protokolle einzuhalten und in möglichst wenig Fußspuren hinterlässt. Das kann dann sich so zeigen, dass man muss entsprechend die Gummistiefel wieder reinigen etc. Also es sind ganz viele Dinge. Worauf wir stolz sind, ist auch, dass wir im Jahr 2020 im Krisenjahr Corona haben. Das ist eine von den tollen Überraschungen gewesen, hat uns der NABU in seinem jährlichen gefürchteten Kreuzfahrtranking auf Platz 1 gesetzt, sozusagen umweltfreundlichste Reederei. Und auf das sind wir sehr stolz gewesen als französische Reederei, den Platz da praktisch für uns beansprucht zu haben. Denn eben, wir haben auch eine Foundation, die Ponant Foundation ist in kürzer, kurz zusammengefasst, ist die zur Erhaltung der Ozeane und auch den Erwerb von wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Polargebiete unterstützen, Austausch zwischen Völkern fördern. Das als Beispiel, wenn wir in gewisse Regionen gehen, sagen wir jetzt, wir gehen in eine Insel wie, also den Bisagos-Archipel, wo an sich keine andere Reederei hin darf, wo wir eigentlich auch jahrelang haben müssen aufbauen, dass wir mit den Stammeshäuptlingen in Kontakt gewesen sind, dass wir dürfen mit unseren Gästen dort herangehen. Da muss man dann, wenn man so abgelegene Gebiete besucht, muss man auch sich überlegen, was hat das für Auswirkungen auf das Volk? Aber auch gleichzeitig, es ist eine Chance für das Volk mit uns und umgekehrt den Austausch zu fördern. Und auch bei den Inuit etc. Also da wird einfach, die Ponant Foundation sorgt dafür, dass nachhaltiges Reisen und dass man gewisse, zum Beispiel das Aldabra-Cleaner-Project gehört dazu, vor 2 Jahren haben wir, weil die Seychellen haben das Problem, dass sehr viel Plastik oft angespült wird in der Aldabra-Atoll und die lokale Bevölkerung hat keine Chance, den Plastikmüll loszuwerden und da hat Ponant ein riesen Aldabra Cleaner Project finanziert, wo sehr, sehr viel Plastik, Tonnen von Plastik gereinigt worden sind. Ja, gehen wir ein bisschen zur Flotte von unserem Schiff. Cornelia, du bist auch auf einem von diesen Schiffen gereist. Willst du vielleicht kurz den Eindruck geben von diesen Schiffen, was du toll findest dran? Ja, ja natürlich. Grüße, ist natürlich super.
das Design. Haben wir jetzt das Problem? Also, wir hören die Cornelia. Ja, okay. Also, die Größe von der Schicht ist natürlich lässig. Denn das französische Ambiente hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Familiär. Decke mit dem Swimmingpool und etwas, was natürlich bei diesen Schiffen toll ist, dass man quasi auch eine Marina hat, oder? Aber da gibt es natürlich, ich kenne jetzt die Explorer-Kategorie nicht, da wirst du sicher noch dazu etwas sagen. Ich kenne jetzt eher da die Polar-Schiffe, bin aber mit denen im Mittelmeer gewesen, weil die auch schon ein bisschen älter jetzt wieder sind. Und vielleicht an dieser Stelle noch gerade eine Anekdote. Einer von meinen wirklich schönsten Perfect Moments auf einer Kreuzfahrt habe ich mit Bono gehabt, aber mit dem Le Bono. Das ist der Segler, den ihr ja jetzt mittlerweile nicht mehr, im Moment gerade nicht mehr im Angebot habt. Hat da nur 64 Passagiere, aber das war für mich etwas vom Schönsten gewesen. Einmal an einem Tag, wo wir sind dann, glaube ich, von Sizilien Richtung Griechenland übergefahren, also quasi unter dem Absatz von Italien, im Stiefelunden, vor dem Mittagessen, ist nur das Meer rundherum, hat der Kapitän das Schiff gestoppt und alle, inklusive der Crew, sind noch schnell beschwimmen vor dem Lunch. Das sind natürlich schöne Sachen, die man mit solchen kleineren Schiffen machen kann, eben wenn es dann eine Marina hat, wo natürlich auf einem grossen nie machbar ist, oder? Und das ist wirklich ein bleibendes Erlebnis, ja. Ja, Le Bonan, unser Flaggschiff sozusagen, ist eben der Segler, der wird in Dreidock gebracht und wird nochmal exklusiver gemacht. Du hast gesagt, 64 Personen, wir machen es nochmal kleiner und exklusiver für 32. Ja, und wer weiß, vielleicht chartern wir es mal mit Kuoni Cruises. Genau. Das ist schön so. Das Ziel. Es sind ja viele Projekte, sind praktisch, eben, wenn man das Bild da von den drei Schiffen ist vor Marseille im Sommer 2020 aufgenommen worden, also im Frühjahr. Das wäre sonst so nie entstanden, wenn eben das Jahr 2020 sich nicht so entwickelt hätte, weil normalerweise sind unsere Schiffe weltweit unterwegs. Und da ist natürlich, hat man die Schiffe alle zurückgeholt, wo es geheißen hat, Stopp. Und da ist das Bild entstanden und da sieht man ganz gut, das ist unsere sind alle übrigens Expeditionsschiffe mit Ice-Class 1C. Man sieht hinter bei der Austral, man sieht da die Marina, also die Marina erleichtert den Einstieg in die Zodiacs oder auch teilweise in die, da sieht man es besser, wenn man in die Zodiacs einsteigt, oder man kann dann auch die Marina aus, das Netz auswerfen und die Leute schwimmen und schnorcheln lassen. Aber eben da sieht man, da sind maximal 260 Passagiere drauf, wobei wir selten bis 260 füllen, weil es sind auch ja bei der Expedition sowieso auch die Guides dabei, die Naturführer, die auch jeweils in der Passagierkabine wohnen. Also, und wir haben ja auch recht viel Angebote, wo wir auch Einzelkabinenzuschlag schenken. Das heißt, wir haben immer auch einen großen Anteil von alleinreisenden Personen. Und dann würde ich sagen, sind wir so normalerweise bei 200 bis 230 Passagier maximal. Und in der Antarktis sowieso bei 200. Das sind also die bisherige, die älteste Schiffsklasse, die, wir nennen sie die Sister Ships. Die Le Boreal ist im 2010. Im Jahr 2010, kannst du vielleicht auch bestätigen, Cornelia, sind Expeditionsschiffe alle noch älteren Semesters gewesen? Ja, das ist richtig, genau. Teilweise noch alte Forschungsschiffe, genau, wo der Komfort natürlich noch nicht so da ist. Das ist richtig, da seid ihr dann die Ersten gewesen, die wirklich mit quasi einem Hochseekomfort in die Expeditionswelt eingestiegen ist, ja. Also zu dem Zeitpunkt ist es auch riskant oder ein bisschen revolutionär gewesen, dass man gesagt hat, wir bauen jetzt ein luxuriöseres Schiff mit mehr Komfort, mit Gastronomie an Bord etc. Und so sieht jetzt das Kabinenbeispiel aus von der Sister Ship Klasse. Also das Design ist wirklich wunderbar. Der Grundriss von dem Schiff ist immer gleich von der Sister Ship, aber einfach die Farbtöne ändern von Boreal zu Austral oder Lyrial. Und wie du vorhin auch erwähnt hast, der Swimmingpool-Bereich,
ist es schön, weil man da bei den Sisterships neben dem Pool praktisch auch, da sieht man, das ist der Restaurantbereich, wo auch dann nach innen geht und dann im unteren Bereich jetzt auch nochmal ein geschlossenes Restaurant. Genau. Das ist so das Yacht-Feeling. Und dann seit dem Jahr 2018, wo ich zu Bonan dazugestoßen bin, dann haben wir auch aufgrund dessen, dass die Artemis-Gruppe uns das ermöglicht hat, die Flotte erweitert mit den sogenannten Explorer-Schiffen, die dann nochmal eine Ecke eleganter sind, wunderschön, maximal 180 Passagiere. Und die sind, das Bild ist aufgenommen worden in Norwegen. Die sind also IS-Klasse 1C wie die anderen Schiffe. Jedoch sind sie im Konzept eher offen gebaut. Das heißt, wir setzen die mehr für wärmere Regionen, für Tropenexpeditionen in. So sieht das denn aus. Und das Besondere ist da natürlich hinter sehr schön die der Infinity Pool, der ist jetzt nicht riesig, es ist mehr so, zum einmal drei Züge machen und so das Wasser genießen. Und da sieht man auch, die Marina ist noch einmal, da kann man alles Mögliche, man kann es sogar noch hochstellen und ein Apéro dort servieren, alles Mögliche. Und das wäre ein Wohnbeispiel von einer Kabine, von einer Explorer-Klasse. Von der Kabinengröße her zeige ich Ihnen dann zum Beispiel von Zahn bei einer Grössenordnung von 19 Quadratmetern. Wir nennen die Prestige-Kabine. Bei der Explorer-Klasse haben Sie sowieso in der günstigsten Kategorie schon mindestens einen Balkon. Bei der Schwesternschiffsklasse ist die günstigste Kategorie Aussenkabine, aber die meisten buchen mit Balkon. Dann wäre so die nächste Grössenordnung eine 28 Quadratmeter Deluxe Suite, eine Privilege Suite 32 Quadratmeter und das Größte bei der Yachten ist eben die Owner Suite von 45 Quadratmeter. Das gibt Ihnen schon mal ein bisschen eine Idee, wie die Kabine oder das Design vom Schiff ist. Das wäre jetzt ein Wohnbeispiel von einer Grand Deluxe Suite oder auch Owner Suite, die im Grundriss gleich groß sind. Der einzige Unterschied zur Owner Suite ist dann, dass die Owner Suite einen eigenen Jacuzzi hat. Dann ein paar Beispiele vom Restaurant, also das Hauptrestaurant. Wir haben zwei Restaurants an Bord. Eines ist das Hauptrestaurant, dann der Restaurantbereich beim Pool. Und das Herzstück vom Schiff ist sicher auch die Main Lounge, wo sich alles trifft, wo man am Abend nochmal ein Glas Champagner trinkt, bevor man zum Znacht geht oder vielleicht nach dem Theater oder nach dem Gala-Dinner nochmal ein bisschen zur Disco mutiert, wo ein bisschen Unterhaltung stattfindet. Und wir haben dann noch die Panorama-Lounge, die mehr ruhig gehalten ist, wo auch, wenn Musik, dann nur ganz leislich im Hintergrund spielt, wo man sich eher zurückzieht, die Ruhe genießt. Und das untere Bild ist, wie die Rezeption bei die Explorer-Klasse aussieht. Und das Besondere an diesen neuen Explorer-Schiffen ist die Blue Eye Unterwasser Lounge. Das ist also auch ein World First. Da hat man tatsächlich erstmalig unter Wasser ein Fenster inbaut, also im Bug vom Schiff. Sie fahren mit dem Lift runter und das ist die dritte Bar an Bord praktisch. Sie können da bei dem Fenster wirklich raus schauen. Ich bin jetzt schon dreimal auf so einem Explorer-Schiff gereist und man sieht, zum Beispiel in Cozumel habe ich im Hafen, wo wir angelegt haben, habe ich tatsächlich Fisch gesehen.
Auch wenn man jetzt unterwegs ist, dann spült das Wasser so gegen das Fenster. Es geht mehr um die Atmosphäre von der Unterwasser-Lounge, wo man auch entsprechend Musik spielen kann, die man dann auf die Bänke vibriert, teilweise sogar wie eine Massage. Und es geht einfach so um die Atmosphäre vom Blue Eye. Man sieht auch da links unter dem Bild, dass man entsprechende Beleuchtung, auch die Beleuchtung ist so gemacht, dass sie Meeresbewohner nicht stört. Also es ist auch entsprechend sanftes Licht. Was ich als Erlebnis erzählen kann, ist bei der Durchquerung vom Kanal von Korinth, ist das eine sehr tolle Stimmung gewesen, weil das ist abends gewesen und man hat da die Beleuchtung gehabt und dann hat man links und rechts einfach, es ist eine sehr romantische Stimmung gewesen. Und ja, Blue Eye ist also weltweit eine einzigartige Art von Unterwasserbar, Unterwasser-Lounge. Seit dem Jahr 2019 haben wir Familienzuwachs gekriegt, und zwar die Le Paul Gauguin. Auch so ein Juwel von Produkt, wo schon lange auf meiner Liste ist zum Reisen. Paul Gauguin Cruises, gehört jetzt auch zur Gruppe Bonan, das heisst, wir werden es, geplant ist gewesen, dass wir schon im Frühjahr von 2020 hätten wir einen grossen Drydock gemacht mit dem Schiff und erneuert. Natürlich, das Jahr 20 hat viele Überraschungen mit sich gebracht und es hat sich ein bisschen verschoben mit dem Drydock, aber auch die Paul Gauguin, die an sich ein älteres Schiff ist, wird verschönert im Ponant Design. Was man vielleicht noch zu Paul Gauguin erwähnt, ist, dass es eine Reederei ist mit einer lokalen Crew, was ich persönlich wunderschön finde, dass wenn man in Polynesien unterwegs ist, auch eine polynesische Crew hat. Das ist eine ganz andere Atmosphäre und Gastfreundlichkeit. Und die Bordsprache ist Englisch. Ja, und das neueste Baby ist unser Le Commandant Charcot, der jetzt, das ist im April 2020 vor Gibraltar, auch ein Bild, das so nie entstanden wäre, weil sonst wären die Schiffe nie zum gleichen Zeitpunkt kurz vor Marseille da unterwegs gewesen. Das ist ein Fotoshooting gewesen. Leider April 2020, können Sie sich vorstellen, sind wir mit ganz anderen Problemen unterwegs gewesen und man hat das gar nicht so genießen können, dass unser Kommandant Charcot den Weg nach Norwegen in die Werft macht zum Fertigstellung. Also dort wird jetzt das Schiff fertiggestellt. Was ist besonders an Kommandant Charcot? Es ist auch ein World First, noch nie dagewesene Art von Passagierschiff, nämlich erstmalig ein Polarexpeditionsschiff, das nur für Polar. Wenn Sie sehen, das Bild wirkt komisch, oder? Das Schiff ist so als wie wackelig auf dem Meer, weil das wird nur für Polarregionen, nur für extrem, wie sagt man, Eisgewässer. Extreme Eisverhältnisse, ja, also mit also Polargewässer. So. Und es hat entsprechende Verstärkung. Ich habe schon vorhin erwähnt, die Eisverstärkung von der Schwesternschiff ist 1C. Das ist jetzt eine Eisbrecher-Verstärkung von Polar Class 2. Also man kann mit dem Regionen besuchen zu Jahreszeiten, wo man mit der anderen schon immer weiter wird kommen. Oder auch, wenn man das Beispiel nimmt, wenn Sie Ballot Strait erwähnen. A Ballot Strait würde ich für die Schwesternschiff bräuchte ich einen Eisbrecher zum Begleiten, damit wir durchkommen. Aber mit dem Le Commandant Charcot brauche ich das nicht. Das wäre so ein Blick. Wie gesagt, das Schiff ist immer noch in der Fertigstellung. Er wird im Juli seine erste Kreuzfahrt starten in Richtung Nordpol. Das Schiff wird so vom Bau her, also 270 Passagiere maximal. Und es ist von dem her auch größer, das hat man auch im Bild gesehen, oder? Da
Im Vergleich zu den Schwesternschiffen ist der Kommandant Jacquot schon ein Stück grösser. Er hat aber auch mehr Möglichkeiten. Man hat zum Beispiel erstmals bei einem Bonanschiff, dass man kann, die Panorama rundum umlaufen ums Schiff, oder dass es auch einen Indoor-Swimmingpool gibt, wie Sie da unten sehen. Die Owner's Suite sehen Sie, das ist eine Duplex-Suite links oben, also zweistöckige Suite. Das ist auch eine Neuigkeit für Bonan, weil jetzt hat man mehr Platz bei dem Schiff. Und das Bild rechts ist praktisch die Terrasse von der Owner's Suite, die über 100 Quadratmeter Terrassenfläche hat, ein eigenes Whirlpool und die Suite selber ist auch über 100 Quadratmeter groß. Die Duplex-Suite liegen so bei 98 Quadratmeter. Und das Bild links unten, da sehen Sie, das ist der Terrassenbereich hinten außen mit der Blue Lagoon. Das ist so wie ein, wie soll man sagen, ein Thermalbad Whirlpool. Das ist für jeden zugänglich, der Bereich, der Blue Lagoon. Ist ein beheizter Pool, wo Sie dann von dort aus können die Landschaft genießen. Also sehr spektakulär. Wir könnten natürlich stundenlang über all die Schiffe sprechen. Wir müssen Ihnen einfach mal einen Überblick geben, was ist Bonan, wofür steht Bonan. Ich glaube auch, wenn ich Ihnen erzähle, wie das Jahr 2020 für uns verlaufen ist, zeigt Ihnen das ein bisschen, was unsere Philosophie ist. Wir sind Abenteurer, wir sind Seefahrer, wir haben praktisch den Stier bei die Hörner gepackt. Wir sind hergegangen innerhalb von kürzester Zeit, haben wir ein neues Programm auf die Füße gestellt, auch ein Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, eben Mediterranee Infektion oder das Krankenhaus in Marseille, haben wir natürlich viele Experten zu Rat gezogen, wie auch andere Reedereien. Man hat müssen sicherstellen, dass wenn wir wieder aufnehmen, die Fahrt, dass unsere Kunden sicher reisen. Und sind dann mit dem Konzept von PCR-Tests gestartet und wir haben über 60 Kreuzfahrten im Jahr 2020 durchgeführt, also praktisch nach der Covid-Krise, also nach dem ganzen Stopp. Und das hat uns eigentlich bestätigt in dem, dass wir wirklich auf die Art wieder unterwegs gewesen sind. Also PCR-Test, das ist unser Hygieneprotokoll. Sie müssen spätestens 72, also vor Stunde vor Einschiff, frühestens, Entschuldigung, einen PCR-Test machen, dann einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Wenn Sie dann ankommen, dann machen wir jetzt neuerdings auch nochmal einen Antigen-Test und dann werden auch Ihr Gepäck wird desinfiziert. Sie werden vom Bordarzt nochmal kurz angeschaut, Temperatur messen. Und dann, wenn Sie mal an Bord sind, kriegen Sie auch ein Hygienekit mit Desinfektionsmittel und Mundmaske. Es kommt vielleicht die Frage, wo man sagt, ja, sind das noch Ferien, wenn ich praktisch mit einer Maske rumlaufe und so. Die Maske ist ja Teil von unserem Alltag geworden. Ich persönlich habe eine Reise gemacht im Sommer von Bordeaux. Und muss sagen, das ist das erste Mal gewesen, wo ich eigentlich Covid vergessen habe, weil das Tragen von der Maske ist von der Kabine zum Restaurant und dann, wenn ich sitze, kann ich sie abnehmen. Oder wenn ich den Zodiac nehme, anlande, dann kann ich sie auch wieder. Also je nachdem, vor Ort, ob wenn wir jetzt vielleicht in der Stadt gewesen sind, hätte es vielleicht die Vorschrift gegeben. In Saint-Jean-de-Luz hat man mir im Zentrum eine Maske tragen. Aber das, wie gesagt, das hat an der Qualität von der Ferien ist nicht abträglich gewesen. Wenn sie dann wieder an Bord kommen, dann hat man wieder Temperaturmessterminals gehabt.
Natürlich immer Hände waschen. Und das ist auch der Punkt, wo ich immer gerne erwähne. Ich habe selber 4 Jahre als Crewmitglied auf einer internationalen Reederei gearbeitet. Auf Kreuzfahrten ist man immer geschult auf jegliche Infektionen. Also schon viele Jahre. Schiffe und Reedereien kennen sich gut aus mit Gesundheits- und Hygienemaßnahmen. Und erst neulich war ein Artikel im Tagblatt, Cornelia, dass das Reisen auf Schiffe sicherer ist als auf Besuch im Hotel. Ich habe ihn nicht gesehen, den Artikel, aber es ist immer wieder ein Thema, dass es so ist. Und wie du jetzt vorhin gerade gesagt hast, die Reedereien, jedes Schiff hat ja wahrscheinlich schon mal den Norovirus hinter sich. Und da ist man ja immer darauf verpicht. Also die Desinfektionsspender, die sind ja vor jedem Restaurant schon seit Jahren, stehen die überall auf allen Decken, wo immer stehen die rum. Also, das hat man eigentlich recht gut im Griff, das ist so. Und jetzt hat man ja zusammen mit den Landbehörden, je nach Destination, hat man ja noch mehr draus gemacht. Und ja, man kann wahrscheinlich fast sagen, man ist heute dort fast am sichersten, weil es extrem clean, sauber ist, oder? Weil man wirklich an jedem Ort schaut, dass man sauber bleibt. Und auch was ich immer sage, dass man es gibt Protokoll für jede Situation. Und ich habe einfach, wenn ich im Sommer irgendwo im Hotel gewesen bin, ist mir oft aufgefallen, dass gewisse Dinge, also dass der Kellner ohne, also an Land ist man nie so in dem Bewusstsein, als wie ein Crewmitglied, das ständig gedrillt wird drauf. Ja. Ich würde jetzt noch ein kleines Video zeigen von unserer Hygienemaßnahmen, dann gibt das auch noch mal ein besseres Bild. Dear guest, I'm Hervé Belaïche, Chief Sales and Marketing Officer of Pono. I hope that you and your family are going well in this difficult period. I would like to pay tribute to all our medical teams and all seamen around the world. I would like to tell you that we put everything in place to have a secure and a great sanitary protocol on board. This sanitary protocol is based on a system of 3 shields. Firstly, very rigorous onboard access conditions for people and goods. Secondly, once on board, strict health protocols are in place. Thirdly, daily control and monitoring of guests, equipment and ship. These procedures are based on Ponant's experience and on an ecosystem of experts specialized in the fight against epidemics. Our protocol also relies on our medical teams and the equipment on board. Each of our ships is equipped with a hospital with the latest medical technology, an intensive care equipment, an X-ray unit, and a biology laboratory for the detection of infectious diseases. To continue ensuring everyone's safety, all guests and all crew members will be controlled before each departure. During embarkation, baggage and personal effects are disinfected. Protection kits are also given, and a speech about sanitary protocols to be followed is given. Contamination prevention measures are rigorously applied on board. The instructions for barrier gestures are respected by guests and by crew members. Regarding gastronomy, the protocols have also been revised. Meals at the restaurants are reorganized into 2 services upon reservation. Food will be served directly at your table. The layout of the restaurants has been transformed with a distance of 1 meter between each table and each customer. Hello dear passengers, this is your Captain Etienne Garcia, and I'm sailing for Ponant Cruises since about 15 years. Dear passenger, I can't wait to see you again on board of our vessels. See you very soon. And I say you à bientôt. Und auch nochmal zurück zu meiner Reise im Sommer. Ich habe das noch sehr
positiv empfunden, wenn man die aus Frühstück am Tisch serviert gekriegt hat. Man ist sonst immer gewohnt Buffet und ich habe es dann sehr angenehm gefunden, dass ich serviert gekriegt habe, mein Essen. Und kurz noch wahrscheinlich die Frage in Bezug auf Impfungen. Es kommt vielleicht die Frage, verlangt Ponant verpflichtende Impfung? Aktuell ist das keine Pflicht. Wir begrüßen es, wenn jemand schon geimpft ist, aber sonst fahren wir weiterhin mit dem Hygieneprotokoll, das ist auch im Jahr 2020 praktisch Erfolg versprochen hat. Kurz noch zu der Route. Das sind Routen, die wir auch letztes Jahr durchgeführt haben. Also wenn Sie vielleicht Bedenken haben, ja, wie soll denn das gehen? Wir haben es gemacht. Wir sind im Corona-Jahr gereist. Wir haben, das ist zum Beispiel eine Route, die unsere Kunden geliebt haben, die auch so nie angeboten worden wäre, wenn wir nicht in der Situation gewesen wären. Also Nizza, Nizza, wir bieten es auch im Sommer 21 an, von August bis Oktober. Immer Anreise, Samstag und Retour. Das heißt, von bis Nizza machen Sie eine Runde um Korsika. Wunderschöne Route, wo Sie auch vor Ort, also es ist die Reise um Nizza und auch die Reise ab bis Saint-Malo in der Bretagne, ist so gemacht als teils Expedition, teils Yachtkreuzfahrt. Das heißt, sie nehmen bei kleinen Inseln landen sie mit den Zodiacs an und können dann praktisch die Landgänge sind da schon inkludiert. Dann wäre das noch die Route, da haben wir 3 Abfahrten im Juli und 1 Abfahrt im September, ab bis Saint-Malo, wunderschön die Bretagne. Und so könnte zum Beispiel eine Anladung bei so einer Route aussehen. Sie fahren mit einem Zodiac an auf eine Insel, ob jetzt das die Insel Breha ist oder wo immer, und dann gehen Sie mit einem Naturführer vor Ort, können Sie entweder eine kleine Wanderung machen oder Sie gehen ein paar Blumen mit einem Blumen, also Biologe oder einem Vogelkundler, und oder Sie spazieren auf eigene Faust drauf los und erkunden ein kleines Städtli oder Dörfli, wo da vor Ort ist. Und dann haben wir auch im Sommer 20 durchgeführt, Islands Mosaiklandschaften, da, wo wir auch im Sommer wieder mehrere Abfahrten von Juni bis August anbieten, 8 Tage, 7 Nächte, wo sie Island praktisch ab bis Reykjavik erkunden. Denn Kroatien immer wieder schön, das ist auch eine Route, die wir oft schon viele Jahre anbieten, ab bis Venedig, wunderbare Route, wo Sie im Juni und Juli mehrere Abfahrten wählen können. Und auch Venedig ist angenehm, da können Sie auch mit dem Auto selber anreisen, so wie Nizza. Mhm. Und Griechenland haben wir letztes Jahr auch erfolgreich durchgeführt. Athen, das wäre jetzt ein Beispiel unter sehr vielen. Unser Programm ist wieder sehr groß im Sommer. Geheimnisse der griechischen Inseln. Und das wäre jetzt eine Route, ein Routenbeispiel mit dem Le Commandant Charcot. Wenn Sie jetzt zum Beispiel zur totalen Sonnenfinsternis im Weddellmeer reisen wollen, das wäre vom 30. November bis 14. Dezember an der, das wäre jetzt ein Beispiel von vielen. Und dann auch da ein Routenbeispiel von der Le Paul Gauguin, wo Sie ganzjährig reisen können. Und warum erwähne ich das? Wir haben Sales Opening für das Jahr 2022. Bonan hat am günstigsten buchen Sie, wenn Sie am frühesten buchen, beim Verkaufsöffnung, weil dann haben wir den höchsten Bonus, Bonabonus, und dann profitieren Sie von der günstigsten Rate. Jedoch Kuoni Cruises, und da übergebe ich jetzt an die Cornelia, hat eine tolle Route, wo sie als Gruppenreise anbieten. Ja,
Wir haben aufgrund des letzten Jahres eine Reise in dieses Jahr hineingeschoben. Auf Ende August haben wir eine Gruppenreise, die begleitet ist vom Urs Welterlin. Ihr kennt ihn vielleicht. Er ist beim SRF angestellt als Radio- und Fernsehkorrespondent, lebt seit 1992 in Australien und ist für das Gebiet inklusive im Südpazifik zuständig. Er wird natürlich auch während der Reise Vorträge haben und noch weitere Einblicke in die Kulturen geben. Das ist natürlich eine Traumreise, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, alle von uns haben schon mal irgendwie uns in die Südsee geträumt, wo man an diesen wunderbaren weißen Sandstränden am Spazieren ist und dann im türkisblauen Wasser sich noch badet. Einmal im Leben muss man es auch wahrscheinlich auch mal gemacht haben. Die Reise wird er begleiten. Auf dieser Reise hat man natürlich auch sehr nahen Kontakt zu der lokalen Bevölkerung. Er lernt die Traditionen, die sie heute noch praktizieren, kennen. Man sieht da zum Beispiel auf dem einen Bild ein Tattoo. Ein Tattoo ist dort in der Südsee, Mikronesien. Bei den Marquesas-Inseln, nicht irgendwie eine Modeerscheinung, nein, es hat eine ganz andere Bedeutung, das lernt ihr dann natürlich kennen. Auch dort geht man dann oft mit den Bötchen an Land, auf Bora Bora zum Beispiel, dort wird ja nach schwarzen Perlen getaucht, wie man die dann verarbeitet, das werden wir auf dieser Reise auch alles anschauen. Also dort haben wir jetzt noch ganz wenige Kabinen, falls noch jemand dieses Jahr möchte in die schöne Südsee reisen. Die Südsee ist übrigens im Moment offen, ist bereisbar. Wir werden mit der Air Tahiti Nui via Los Angeles fliegen. Es könnte aber sein, dass Amerika dann vielleicht zu ist und dann wird die Airline wahrscheinlich wieder umrouten über Kanada, wie sie das im 2020 auch schon gemacht hat. Vielleicht wenn wir noch gerade bei den Preisen, also die Reise hier, die ist ja ab bis der Schweiz, die kostet etwa 14'000 Franken, je nach Kabinenkategorie ist aber dann schon alles dabei. Wir haben 8 Ausflüge, die deutschsprachig auch sind, Vollpension, Getränke, also wir hätten eigentlich praktisch keine Nebenkosten mehr. Ich glaube, es ist noch eine Frage gekommen, Patricia, da kannst du jetzt vielleicht noch mal drauf eingehen, das Preisgefüge. Aber du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, bei euch ist es so, dass wenn die neuen Reisen rauskommen, dann hat man eigentlich den grössten Preisrabatt. Und je näher dass es zu der Reise geht, in der Regel wird dann der Preis ansteigen und teurer werden. Ich glaube, der Gast, der gefragt hat, wie das Preisbild aussieht, möchte vielleicht auch noch ein bisschen das Gespür bekommen. Was kostet denn vielleicht so eine Mittelmeerreise, wenn man jetzt einfach zum Beispiel ab bis Nizza würde buchen? Also an sich haben wir Katalogpreis, dann gibt es einen Frühbuchertarif. Wenn wir einen Sales-Start haben, dann sind wir beim maximalen Bono-Bonus bei 30%. Wenn es sehr exotische Reisen sind, sagen wir jetzt vielleicht, dann kommen wir nachher kommen, dann sieht vielleicht der maximale Frühbucherbonus bei 15%. Aber es ist eben, man startet beim Bono-Bonus-Frühbucherrabatt und je nachdem, wie sich die Buchunglage entwickelt, dann fällt der Bonus, bis er sich zum Null, also bei Katalogpreis ist. Katalogpreis, ja. Mhm. Genau, also man wird nicht durch irgendwelche Aktionen und Rabatte dann plötzlich merken, ach, ich hätte können später besser buchen. Nein, je früher sie buchen, umso besser. Denn was kostet der Kreuzfahrt bei Bonon? Das ist, deswegen ist Bonon auch ein gutes Einstiegsprodukt in Luxus. Wir positionieren uns eher im Premium-Segment, weil der Schweizer hat eine ganz andere Vergleichswerte von der Reise, die er so macht. Das heißt, wir sind im 4-Sterne-Plus-Bereich mit, Sie können bei uns eben so eine Kabine, die Klischkabine mit 19 Quadratmeter, eine 8-tägige Mittelmeerkreuzfahrt, je nach Route und Jahreszeit ab 2.500 Euro pro Person. Da sind aber schon praktisch Mahlzeiten, Getränke inklusive. Das Einzige, was noch dazu kommt, sind dann die Bordtrinkgelder. Die sind eine Empfehlung von 12 Euro pro Person und Tag. Und
Aber ich habe da praktisch Champagner inklusive, wie Sie gesehen haben. Also wir servieren da Macaron von La Durée, der Champagner von Veuve Clicquot oder Henri Abelet, die Beurre Bordier jeden Tag. Und es sind auch zwischendurch immer vielleicht der Pata Negra verkostet. Es ist alles inklusive, sehr viel. Preis, Leistung, sehr gut. Und vielleicht das eine oder andere Premium-Getränk, wo man kann zusätzlich kaufen, aber dann Landesflüge müssen Sie separat rechnen. Dort ist es, wenn Sie jetzt so normale Mittelmeer-Kreuzfahrt machen, dann rechnen Sie so mit 50 Euro pro Person für einen Halbtagsausflug oder 100 Euro für einen Ganztagsausflug. Was ist sonst noch inklusive? Das Internet. Ja. Das ist auch noch wichtig. Internet ist inklusive, unlimitiert. Und ja, und wenn Sie Expeditionen machen, sagen wir jetzt in Polarregionen, dann sind ja da kaum weil Sie gehen ja die Anlandungen mit dem Zodiac, dann müssen Sie da keine Ausflüge mehr rechnen. Das ist inklusive. Genau, die sind ja dann eigentlich dabei, ebenfalls die vielen guten Vorträge, Wissensvorträge von den Lektoren, die an Bord sind. Sie dabei, vielleicht dort als Anhaltspunkt kann ich vielleicht mitgeben, Spitzbergenreise, eine Woche, sage ich jetzt mal grob, ist etwa um die 7000 Euro, würde ich jetzt schätzen. Ja. Und in der Antarktis habt ihr ja 10 oder 11 nächtige Kreuzfahrten. Derzeit Preise, glaube ich, so um die 10.000 Euro. Genau, startet so bei 10.000, ja. Und das ist aber dann quasi ab bis Buenos Aires, oder? Genau, weil der Charterflug dann auch schon inklusiv ist, auch bei, wenn Sie jetzt einen Spitzbergen machen, ab bis Longyearbyen, dann ist schon der Charterflug ab Paris inklusive. Ja. Und bei diesen Sachen natürlich ab bis Longyearbyen, ab Paris, wir empfehlen immer dann eine Vor- und eine Nachübernachtung in Paris. Einfach von der Flugverbindungen Richtung Arktis. Ja. Und ich habe jetzt auch gesehen von der Frau Welt die Frage wegen Covid-Test, ob man den auch machen kann für die Rückreise. Ich habe jetzt solche Anfragen auch schon gekriegt. Also viele Situationen entwickeln sie sich. Das heisst, wir fliegen ein bisschen auf Sicht. Wir haben sehr wohl die Möglichkeit, auch die Tests zu machen. Es hängt davon ab, je nachdem, welche Art von Tests verlangt sind. Momentan verlangt ja die Schweiz PCR-Test bei der Rückreise. Wir haben die Möglichkeit, das auf dem Schiff zu machen, aber natürlich zu einer gewissen Kapazität und nur in Ausnahmefällen. Also wenn man möchte das Fall für Fall anschauen, je nach Situation, würde man Ihnen die Frage dann, wenn Sie den Kroni buchen, gerne abklären. Also, aber grob gesagt, ja, es ist möglich, nur müsste man es immer Fall für Fall. Ich kann nicht 200 Leute alle den PCR-Test machen lassen. Auch bei der Einschiffung ganz wichtig, sie müssen den Test bei sich daheim machen. Es kann nur in Notfällen dann der PCR-Test vor Ort auch gemacht werden. Aber ja, wir passen uns ständig an. Wir sind ja schon fast jetzt ziemlich fit, oder, Cornelia, in der Beziehung. Wir sind täglich in Kontakt und stellen Fragen, beantworten Fragen. Ja, Situationen ändern sich ja tagtäglich, genau. Ganz wir müssen genau. Austauschen anpassen. Genau. Und aus dem Grund haben wir auch flexible Buchungsbedingungen. Das heisst, Sie können bis zu 30 Tage vor Abfahrt kostenfrei stornieren. Das gilt für alle Abfahrten bis zum 31. Oktober 2022. Das bedeutet für Sie als Kund minimales Risiko, weil Sie können jetzt Ihre Kreuzfahrt sich sichern, vor allem den Platz sichern. Wir müssen ja auch einmal von etwas Positivem ausgehen, oder? Was ist, Cornelia, wenn wir jetzt im Sommer, wenn es läuft, wenn wir wieder reisen können, dann sind Sie froh, wenn Sie sich einen Platz gesichert haben. Das ist es auch, ja. Deswegen ist es jetzt gut, wenn Sie sich unverbindlich praktisch, wenn Sie Pläne haben, dann tun Sie sich einmal einen Platz sichern. Sie haben jetzt auch noch bis 2. April beim Abschluss über Corona einen 5% Buchungscode-Rabatt auf Ihre Kreuzfahrt. Also, und wenn Sie noch nie mit Bono gereist sind, dann kriegen Sie auch einen Willkommensbonus von 250 Euro pro Person. Also da können Sie sich schon einiges sparen, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie buchen eine Sommerkreuzfahrt von 3.000 Euro.
Dann haben wir was gespart. Denke ich auch, ja. Ja, was ich da vielleicht gerade noch anfügen möchte, ich glaube, das Konzept, das ihr jetzt neu ausgearbeitet habt, eben mit diesen Reisen innerhalb Frankreich oder wie wir jetzt vorhin noch gesehen haben, die Griechenlandroute, ich glaube eigentlich, dass die wieder eine grosse Chance haben, dass die stattfinden können. Und alle Reisen, die wahrscheinlich den Sommer ein bisschen mit also mehrere Länder beinhalten, ihre Kreuzfahrt innen, die könnten vielleicht eben schwieriger werden. Einfach aufgrund von, weil jedes Land anders bestimmt oder aufmacht oder eben nicht aufmacht. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, die ihr da macht, ja. Eben, ich sage immer, das, was man schon in den schwierigen Zeiten durchgeführt hat, das ist sehr wahrscheinlich, dass man das ja können machen. Ich würde jetzt zum Abschluss noch haben wir jetzt noch irgendwie Fragen, die immer, sind die Vorträge in französischer Sprache oder Englisch? Das ist noch eine gute Frage. Also es gibt die Vorträge in Französischer und in Englischer. Dann ist vielleicht am 5. der Vortrag auf Französisch und am 6. auf, es ist jetzt nur ein Beispiel, ist der Vortrag auch auf Englisch. Wir haben dann auch bei Expeditionen die Briefings am Tag, also am Abend für den nächsten Tag, die finden auch immer jeweils in der englischen Sprache oder in der französischen Sprache statt. Das finden Sie dann auf Ihrem Tagesprogramm, im Bordprogramm, wann die Vorträge oder Lektorenvorträge stattfinden. Und was eben eigentlich noch ist bei diesen Polarreisen, dort hat er ja eben immer einen noch, der Deutsch kann. Und der wird ja wahrscheinlich, also der ist immer dort und wo man ihn noch immer kann fragen kann. Also man kann generell die Lektoren alles fragen, die wissen fast immer eine Antwort oder können nachher gehen googlen oder im Buch suchen, was auch immer. Und dort gibt es ja wahrscheinlich dann nochmal den einen oder anderen auf Deutsch, oder? Je nachdem, vielleicht auch, wie gross das die deutschsprachige Gruppe auf der Abfahrt natürlich auch ist. Genau, auch langjährige Mitarbeiter wie zum Beispiel auch eine Tirolerin, die Barbara Post. Also das sind teilweise Muttersprachler, die dabei sind oder Leute, die fließend Deutsch können, die auch entsprechende Erfahrung haben. Und Vorträge, dann Anreise und sonst können wir, ich habe auch gesehen, die Frage wegen Amazonas-Programme. Das ist jetzt einfach, Amazonas ist im Moment zu schwierig zum Planen, weil, wie gesagt, wir haben ja teilweise mit dem Mittelmeer jetzt schon Schwierigkeiten, wenn es zu viele Länder sind, weil jedes Land mehr kann dann wieder irgendwelche Protokolle ändern etc. Darum ist es ganz schwer zu sagen. Normalerweise haben wir alle 2 Jahre Amazonasroute. Aber bis wir die Situation irgendwie umschifft haben, ist es schwierig zu sagen, wann wirklich die nächsten Amazonas buchbar sind. Ich würde sagen, dadurch, dass wir ja Polarexpeditionsexperten sind, würde ich gerne noch ein Video zeigen, um ein bisschen lustig zu machen für eine Antarktisreise. Mein Kollege, der Frederik Hansen, sagt immer, nach Antarktis zum Mond. Also er ist Belgier und er sagt das immer mit so einem schönen Akzent und will jetzt einfach nur ein kleines Video zeigen, damit sie sich die nächste Wunschliste erstellen können.
Ja, das wäre eigentlich unsere kleine Runde gewesen. Danke vielmals, Patricia. Schönen Abschluss gesehen. Ja, Antarktis, das gibt doch immer wieder Gänsehaut, wenn man die Bilder sieht. Wunderschön, ja. Dir vielen Dank für Ja, deine Zeit und Ausführungen, das lustig machen auf die kleinen Schiffe. Und ich wünsche euch, dass ihr könnt fahren, uns natürlich auch. Und vielleicht, dass es der ein oder andere Gast hat, wo vielleicht noch gerne von der Aktion für die heutige Teilnahme möchte profitieren von diesen 5%. Ja, dann sind wir jetzt schon wieder am Schluss. Ich wünsche einen schönen Abend und mache noch gerne aufmerksam auf unsere nächste Cruise Talk Runde nächsten Dienstag. Und zwar vielleicht sind euch diese Schiffe auch noch zu gross mit 260 Passagieren. Und nächste Woche tun wir euch mal etwas ganz anderes vorstellen, nämlich quasi, wenn ihr eine Privatjacht nehmt. Also, wenn ihr jetzt gerne mit der Familie, vielleicht 3 Generationen oder Freunde, weil ihr vielleicht noch eine Geburtstagsfeier habt, und gerne mal wollt, eine Motorjacht oder einen Katamaran oder vielleicht auch nur ein Segelschiff für euch allein wollt chartern und wo ihr natürlich selber könnt den Tag bestimmen könnt, wollt ihr jetzt eher im Hafen sein oder lieber in der Bucht baden oder segeln oder was es dann auch immer ist. Gut. Und sonst die weiteren Talks für im März, die wir noch werden weiterführen, findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.kunicruises.ch unter der Rubrik Events. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, Patricia und Céline, im Hintergrund für die Fragen. Und gern bis auf ein anderes Mal. Schönen Abend. Bleibt gesund wie immer. Ade miteinander. Ade miteinander, danke.